So, was? Und in diesen Staaten, und das ist unser schwerwiegender Verdacht, werden die an der Grenze verhaftet wird, man verdankt er das der Tätigkeit dieser Staaten. Wir waren selbst überrascht, wie wir gesehen haben, dass die Erdogan-Türkei in der ganzen Welt, von Japan bis Niederlande, von Kenia bis Großbritannien, ein dichtmaschiges Spitzelnetzwerk aufgebaut hat. Da wird von den Botschaften aus über den Religionsattaché und über den Residenten des Geheimdienstes in jedem einzelnen Staat ein riesiges Netzwerk aus Vereinen, aus Verbänden, aus Moscheeverbänden benutzt, um rund um die Uhr Erdogan-Gegner zu bespitzeln. In einem Akt des türkischen Geheimdienstes, der Religion, dass irgendwer von der Erdogan-Stasi mithört und sie kritisieren gerade den Türken. In Österreich, mitten in Deutschland, in 35 Staaten der Welt. Wir kennen jetzt einige der Opfer, und zwar deshalb, weil bei der Einreise in die Türkei Österreicher plötzlich verhaftet worden sind. Und die sind dann plötzlich damit konfrontiert worden, du hast zu Hause in deiner Ortschaft schlecht über Präsident Erdogan gesprochen. Und dann werden Dokumente von der türkischen Geheimpolizei rausgeholt, die beweisen, dass in ihren kleinen Gemeinden irgendwo in Österreich diese Menschen bespitzelt worden sind. Das ist eine Brückenkopfstrategie. Das Ziel von Erdogan ist, die türkischstämmige Bevölkerung, egal ob in Deutschland, in Österreich, in Italien, in Schweden, zu instrumentalisieren. Dazu muss er die Gegner kennen und ausschalten unter der türkischstämmigen Bevölkerung und die eigenen Anhänger organisieren, mobilisieren und gegen uns und gegen unsere Demokratie aufhetzen. Das ist das Ziel von Erdogan.